damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eberdum zu einem neuen Part Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. In der Top 4 befinden wir uns in der Pokémon Liga und werden heute die letzten beiden Mitglieder der Top 4 hoffentlich besiegen. Ich fange heute hiermit an, mit dem rechtesten. Der ist vom Typ Flug. Das wird wahrscheinlich für das Team am leichtesten sein und dann werden wir uns stundenlang mit dem Typ Geist herumkloppen und ja, hoffentlich irgendwann gewinnen. Ich würde sagen, brechen wir auf zum Typ Flug und geben wir unser Bestes. Auf geht's, Nummer 3 von 4 Top 4 Pokémon-Trainern. Auf geht's! Wer ist denn das? Ja, ich glaube, die waren Pokémon Sonne mit dabei, aber sie ist keine Inselkönigin und keine Captain oder irgendwie anders im Spiel aufgetaucht. Da bist du ja. Dann sehen wir mal, wessen Schicksal es ist, heute zu siegen. Das deine oder das meine. Das werden wir sehen. Zum Flug gegen ein ungehorsames Galoppa. Und ja, mehr oder weniger den Rest des Teams. Naja, ich würde mal sagen, Aufi! Alola und nochmals Alola. Mein Name ist Kahili. Grüß dich, Kahili. Sei gegrüßt. Vor einigen Jahren habe auch ich die Inselwanderschaft absolviert und wurde daraufhin zum Inselwanderschafts-Champ. Ich bereiste die Welt mit meinen Pokémon und meine Fähigkeiten als Golferin zu verbessern. Da kam mir eines Tages zu Ohren, dass nur auch... dass nun auch in der Alola-Region eine Pokémon-Liga entstehen sollte. Also bin ich zurück in die Heimat. Und nun werde ich dir zeigen, warum meine Flug-Pokémon alle solch Überflieger sind. Na dann, hau mal rinne. Auf geht's. Kampf gegen Top 4. Top 4. Kahili. Hervorragend. Da schickt sie ihr erstes Pokémon in den Kampf. Das einen ähnlichen Namen wie sie hat. Einen ähnlich verwirrenden Namen. Und da haben wir meinen Galopper Level 100 Shiny. Was hat Quill? Okay. Nitro-Ladung, das dürfte doch... Na, ach, Galoppa ist ungehorsam. Ich würde gerade sagen, Nitro-Ladung, das dürfte doch auf Flug-Pokémon sehr effektiv sein. Ist ja schließlich eine Feuerattacke. Na komm, Galoppa macht jetzt keinen Scheiß. Nitro-Ladung! Zack! Okay, das bringt sehr viel. Wenn das so weitergehen darf, dann sind wir schnell mit diesem Kampf vorüber. Wenn das so weitergeführt wird, dann ist das doch großartig. Da setzt Kahili auf Rasshaquil eine Top-Lösung ein. Und ich habe es mit Flammenwurf, oder nein, das war eine andere Attacke, besiegt. Der hat gar keinen Flammenwurf. Der Galoppa. Aber egal. Grün für dies. Ah, was ist denn das für ein Hässlon? Was für ein hässliches Pokémon? Bah. So, komm. Galoppa gibt vor, nichts zu bemerken. Ach, Mann, Galoppa, was machst du denn? Meine Güte. Das gibt's doch ja auch nicht. Galoppa ist verwirrt. Ja, verwirrt. Vor deinen eigenen Attacke hier, oder was? Hat sich selbst verletzt. Ja. Gut. Sturzflug. Ich wollte das eigentlich versuchen, möglichst ohne Beleber und Tränke zu vollbringen, aber ja gut, schaut gerade so aus, als müssten wir gleich mal
einen Beleber und einen Trank einsetzen. Oder ein paar mehr Tränke. Wir haben noch wenige. Wenig Tränke haben wir noch übrig. Um genau zu sein, drei haben wir noch. Eieieiei. Drei nur noch. Davon geht jetzt einer für Galoppa drauf. Und noch ein zweiter, wie es ausschaut. Eieieiei. Au, 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 au. Unser vorletzter Trank. Unser vorletzter Hypertrank. Und dann kommt jetzt noch ein Trainer und noch und dann noch der Champ. Wie wir das ohne Tränke hinkriegen sollen, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel, aber ja gut. Wunder soll es ja noch geben. Sollen ja ab und zu mal passieren. Ein Wunder in der Welt. Nitronadung. Ja gut. Das sieht gerade nicht sehr nach einem Wunder aus, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, würde ich sagen. Das ist das zweite von 1, 2, 3, 4, 5 Pokémon. Ich versuche es mal mit Schlagbohrer. Ach, Top-Genesung. Verdammt, wie viele Top-Genesung darf sie denn hier einsetzen? Mann, ich habe keine Tränke mehr und die darf hier Tränke einsetzen. Na komm, Galoppa, macht ein Nickerchen. Hier schlafen mitten im Kampf. Meine Fresse, was soll denn das hier werden, wenn es fertig ist? Was soll denn das werden? Willst du mich verarschen, Galoppa? Ich habe keine Tränke mehr. Ich kann dich auch nicht wieder beleben. Ich kann dich. Das ist das Tragische. Ich kann mit Galoppa nicht mehr kämpfen, wenn sie gleich besiegt ist. Das ist Kacke. Sehr dolle Kacke. Scheiße, scheiße, scheiße. So ist das. Verdammt. Galoppa, wach auf. Ich kann dich nicht wiederbeleben. Das ist. Vergiss es. Das wird nichts mehr. Was will ich denn? Was soll denn das denn werden? Und was willst du? Was willst du von mir? Kacke. Haben wir irgendwie eine Beere, die das Ding wieder auffrischt? Top-Elixier haben wir. Nein, das bringt nichts. Füllt alle Sachen wieder auf hier. Verbrennungen, Paralyse, Vergiftung, Verwirrung. Hyperheiler hätten wir noch einen. Das dürfte noch was bringen. Ist jetzt eh egal, weil Galoppa ist jetzt gleich im nächsten Zug besiegt. Ist auch einmal Sturzflug und dann sehen wir gleich den Tod von Galoppa. Und das finde ich ja hervorragend. Galoppa wurde besiegt. Ja, Steve, dann bist du mal wohl an der Reihe. Du kannst auch ein paar Feuerattacken. Nein, eine Feuerattacke und eine Set-Attacke. Uiuiui. So, Galoppa ist jetzt Geschichte. Ich würde sie auch mal als Geschichte abstempeln jetzt hier, weil. Beleben. Beleber haben wir noch ein paar mehr, aber. Ach du Scheiße. Das hat aber jetzt was gebracht. ja, so lustig ist das gar nicht. Bohrschnabel. Steve gehorcht mir wenigstens noch einwandfrei und macht kein Nickerchen mitten im Kampf. Und dafür ist er aber ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern deutlich schwächer als Galoppa. Die Attacken auch. Deutlich. Strafattacke. Ja, ich kann mir keine Tränke erlauben. Ich habe ja nur noch einen. Steve wurde besiegt. Auweia. Und da geht's bergab. Da geht's bergab. Da geht das Team zugrunde. Ja, nix da mit Flug-Pokémon jetzt mal eben schnell besiegen. Daraus wird wohl nichts. Juwelenkraft. Komm, Necrozma. Ja, nice, Necrozma. Hast auch was gemacht hier im Kampf. So, das nächste Pokémon ist Resladero. Ich kann die Pokémon-Namen alle nicht aussprechen. Resladero. Ach du Schande. Das Ding kenne ich doch aus Pokémon. Entweder Weiß oder Y. Ich bin ihm schon mal begegnet. Es ist schlimm. Dieses Pokémon. Ganz schlimm. Phantomengeysir soll sehr effektiv sein. Na komm, hau rein. Auwei. Das sah schlimm aus. Phantomengeysir, hau rein.
Nice. Resiladero besiegt. Da waren es nur noch. Na komm, Tukanon. Oh, sie setzt ein Tukanon ein. Da waren es nur noch zwei. Oh, Steve. Steve hat die Seiten gewechselt. Ist K.O. gegangen und ist zum Gegner rübergegangen. Hui, gibt's denn sowas? Face Grab ist sehr effektiv. Na komm. Oh nein, nicht die Z-Attacke. Oh nein. Die ist doch selbst auf. Auf das legendäre Pokémon muss das doch effektiv sein. Finaler Steilflug. Das muss die Tukanon-Attacke sein. Der Tukanon-Z-Trink. Auwei. Oh oh. Face Grab. Komm, lass es was bringen. Au, au, au. Gleich haben wir Necrozma auch. Gleich ist Necrozma auch Geschichte. Na komm, na komm, na komm. Er lädt seinen Schnabel auf. Juwelenkraft. Kraft. Komm, mach's zu Ende. Zum Glück kenne ich das Pokémon gut. Was mein Tier-Pokémon ist. So, das letzte Pokémon von dem dritten Trainer. Koriogle. Weiterkämpfen. Auf geht's. Können wir das doch noch schaffen? Wie wir den vierten Trainer schaffen? Das ist mir ein Rätsel. Jetzt ohne Galoppa und ohne Steve und wahrscheinlich gleich auch ohne Necrozma. So schaut's aus. Ja. Da waren es nur noch zwei in meinem Team. Ja, hallo. Pikachu hat sehr effektive Attacken. Na komm, den Kampf hier noch. Den kriegen wir hier noch gebacken. Stromstoß. Daunenregen. Okay. Das soll mich sinken lassen. Pikachu sinkt stark. Der sinkt stark mit G. Lalalala. Der sinkt stark. Der sinkt nicht lalala, der sinkt stark. Lalalala. Ja, ungefähr. Au, wei. Pikachu wurde besiegt. Da war es nur noch einer. Hudi, du bist dran. Ja, da standest du, schaffst das. Ja, Hudi, du schaffst das. Auf geht's. Vertraue auf dich. Irgendwie nicht wirklich. Jetzt ist er verwirrt. Auwei. Schattenfessel. Na, komm. Den Kampf wenigstens noch. Das ist mein Anspruch jetzt hier an die Top 4. Den dritten Kampf jetzt noch zu schaffen. Und diesen Versuch der Top 4. Das ist mein Versuch. Und die ist verwirrt. Ist nicht mehr verwirrt. Sturzflug. Ist auch mal ausprobiert. Sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Nice. Haben wir den Flug-Pokémon-Typ zumindest besiegt. Das ist doch mal was wert. 3 von 4. Also eigentlich 3 von 5. Ist schon eine... Ja, genügende Quote. Halt, ja, irgendwie befriedigend halt. Auf dem Zeugnis eine 4. War 4 eine befriedigend oder war das 3? Ja, bin schon seit einer Weile aus der Schule raus. Ein bisschen als einem halben Jahr. Kommt mir trotzdem vor wie eine Ewigkeit. Als Mitglied der Top 4 gebe ich das nur ungern zu. Aber deine Stärke ist wirklich beeindruckend. Zwangvieh gewinnt 11.400 Pokémon-Dollar und geht sich gleich aus dem Kampf gegen den dritten Herausforderer den Top 4 hervor. So, prägt euch dieses Bild genau ein, was jetzt entsteht nach dem Sieg über einen Top 4-Trainer. Das werdet ihr so schnell nicht wiedersehen. Mit dir weht ein ganz frischer Wind durch Alola. Ich war ja erst skeptisch, ob Professor Kukui das mit der Pokémon-Liga hinbekommt. Aber jetzt bin ich froh, dass ich seiner Einladung gefolgt bin. Ich würde ja gerne sagen, auf Nimmerwiedersehen, aber du, soll ich dir was sagen? Wir sehen uns gleich wieder. Vielleicht nicht gleich, aber wir sehen uns bald wieder. So sieht's aus. Ja. Mein Team ist am Arsch. Ganz offiziell am Arsch. Also, Professor Kukui, ich muss dir sagen, ich schaff das nicht. Ich schaff den vierten Trainer nicht. Das ist so dicht. Das ist, alle drei haben wir geschafft jetzt hier. Und jetzt kommt noch der vierte dazu. Professor kann ich aufgeben. Ich erwarte spannende Pokémon-Kämpfe mit starken Attacken. Ein heftiger als die andere. Viel Glück, Zwergfee und Silvaro. Ja, das ist mein einziges überlebendes Pokémon.
Und das ist auch geschwächt. Ich habe nur noch einen Trank. So, 10 Beleber hatte ich noch. Habe ich jetzt das ganze Team zur Hälfte geheilt. Und jetzt mit halb schwachen Pokémon dort. Mit halb starken Pokémon dort in den Kampf. Also bis zum Champ. Ob wir da hinkommen, weiß ich nicht. Aber das wird ein sehr, sehr harter Kampf. Ja, Galoppa ist komplett geheilt. Hoodie ist noch. Also, auf geht's. Brechen wir uns sämtliche Knochen und das Genick hier beim Kampf gegen den Geisttypen. Die Kampftypen, ich sehe sie doch schon. Auf geht's. Hauen wir rein. Hallo, ich bin Lola, die Prinzessin eines uralten Volkes. Geist. Ja, gut, Lola, die haben wir schon zweimal besiegt. Oder nur einmal. Haben wir die nur einmal besiegt? Ja, einmal haben wir sie schon besiegt. Die war damals schwer auf Kokobai Island. Oder war, nee, das war Hapu'u. Lola, die haben wir noch gar nicht besiegt. Der hat uns die Inselprüfung mit dem Supermarkt gegeben. Das, wo wir Mimikma hatten. Die war das. Mal schauen, wie schwer die ist. Können wir die schaffen? Können wir das schaffen? Ja, das schaffen wir. Der Klaumeister. Und Yasuo meinte, dass es zwar eine Sache sei, sich von einem Kaku-Pokémon zum Inselkönig ernennen zu lassen, aber zu einem der Top 4 lasse er sich von niemandem machen. Das wäre ja noch schöner. Also muss ich hier jetzt richtig gut kämpfen, um ein würdiger Ersatz für Onkel Yasuo zu sein. Sondern Onkel Yasuo? Na dann hauen wir rein. Geben unser Bestes. Wie gut unser Bestes ist, ob das ausreicht, um zum Champ zu gelangen. Kampf 4, Lola, forderst dich raus. Zeig's mir. Deine geballte Kraft. Zeig mir deine geballte Kraft. Ich habe nur 2 komplett geheilte Pokémon, alle anderen sind schwach, schwach, schwach. Und nur zur Hälfte geheilt. Ich habe keine Tränke mehr mit dabei. Galoppa setzt Nitro-Ladung ein. Au wei. Na. Oh, Banette ist Geschichte. Das ist schon mal das erste Pokémon. Okay, das ist gut. Das läuft bisher schön. Mal schauen. Ohne Tränke. Jetzt bräuchten wir ein Wasser-Pokémon, was das wegspielt. Eigentlich schon. Nitro-Ladung. Was bringt das auf die Sandburg? Erdkräfte, auwei. Galoppa wurde stark geschädigt. Okay. Weiter Nitro-Ladung. Okay. Und aufmerksam. Erdkräfte. Okay, und das war's um Galoppa. Ruhe in Frieden, Galoppa. Du warst gut vertreten hier in der Pokémon-Liga. Joa. Necrozma. Kannst du etwas gegen die Sandburg ausrichten? Gegen das Kolosand. Vielleicht mit Nachthieb? Könnte das was bringen? Nö, könnte nicht. Und die Z-Attacke, natürlich, natürlich. Kriegen wir auch noch was zu sehen hier. Für das billige Geld. Ewige Nacht. Na ja, gut, das war's um Necrozma. Und der hat eh schon halbe KP, der wird das jetzt nicht überleben. Eigentlich Lunanas oder so Galeos-Attacke. Oder war das nicht so? Ewige Nacht? Nein, das war Necrozmas. Nein, nicht Necrozma. Ach verdammt, wie heißt das? Den Mimikmas-Attacke. Steve, mein Lieber. Du bist dran. Wie wäre es mit Kugelsalat? Würde das was bringen? Kugelsalat, versuchen wir's. So, zack. Okay, ich sehe schon, das bringt nichts. Sind sehr wenig. Eieiei. Brauchen wir hier 3 Pokémon, um das eine Pokémon zu besiegen. Na komm, noch einmal. Ach, 4-mal getroffen. Es ist schon im roten Bereich. Eieiei. Hält sich wieder. Oh nein, bitte nicht. Okay, ich mache noch einen Kugelsalat.
Auf die Hoffnung, dass das. Ach, ja, verdammt, Top-Genesung, das geht jetzt gar nicht. So kacke. Nein, und ich Kugelsalat. Ach, verdammt, dieses Geschichte. Nein. Verdammt. Wird doch nichts hier. Ich habe noch ein paar Beleber, die könnte ich einsetzen, aber. Ja, mei. Okay, das bringt auch nicht genug. Ja, Tränke. Wenn ich hier Mangelware. Die kann ich hier auch nicht nutzen. Werden wir das hier ohne Tränke schaffen? Ist eine Challenge. Ist eine Challenge wert. Top 4 ohne Tränke. Ist ja nicht die komplette Top 4, aber ein Teil der Top 4 ohne Tränke. Oh. Scheiße. Kann sich wieder heilen. Komm, noch einmal Bohrschnabel. Bohrschnabel. Mach den letzten Zug. Oh, war doch gar nicht der letzte Zug. Vielleicht darf ich noch einmal einsetzen. Frostedie. Okay, ja gut. Wenn der mit einer Feuerattacke da was anrichten kann, ist das schon sehr gut. Wenn er mit Nitroladung jetzt was... Nein, kann er nicht. Jetzt wird er geschädigt. Steve. Alle Ehre dir. Du hast tapfer gekämpft. So, Pikachu. Donner gegen Eis. Könnte das was bringen? Stromstoß. Komm. Ach, Spukball. Na, warum darf sie zuerst einsetzen? Nein, verdammt. Pikachu. Nein, mein Arsch, Pikachu. Da wäre es nur noch Dragon und Hoodie. Hoodie, wie sieht's denn mit dir aus? Flugattacken. Wie sind die? Pflanzenattacken, Laubklinge, Konfusstrahl. Okay, Konfusstrahl. Akzeptabel. Den Dragon, den habe ich irgendwie nur mitgenommen, dass er halt irgendwie für Tränke bereitstehen kann. Das ist gerade irgendwie sehr nicht hilfreich. Komm, Laubklinge, komm, setz was ein. Komm, Mann, Hoodie, was machst du denn? Nein, Hoodie! Hoodie wurde besiegt. Verdammt. Nicht mein starker Pokémon. Jo, dann hätten wir nur noch Dragon. Erzwinger von Dragon wirkt. Ich hätte da ein paar Beleber noch parat. Einen Top-Beleber hätte ich. Ja, gilt es den jetzt zu verschwenden oder braucht man den für einen Champ? Ja, gut. Galoppa. Top-Beleber. Ah, das war ein Fehler, ich weiß. Aber gut, musste jetzt sein. Weil das passiert wäre. Dragon wurde besiegt. Da wäre ich jetzt raus. Da hoffe ich jetzt auf Galoppa. Das letztes Überleben des Pokémon. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie gesagt. Na komm, Flammenblitz. Okay, das ist nicht die klügste Sache. Nicht die klügste Idee. Es gibt Rückstoß. Frostedie wurde besiegt. Und Tränke kann ich mir wirklich nicht leisten hier im Kampf. Oh, Rückstoß. Kacke. Moruda. Moruda, kann ich dich mit Nitroladung besiegen? Slam. Oh wei. Okay. In Ordnung. Komm, Nitroladung. Galoppa wehrt ab. Setzt nichts ein. Faulenzt. Ach verdammt, warum faulenzt du jetzt, Galoppa? Was? Warum? Was tust du mir das an, Galoppa? Was machst du denn? Nitroladung. Komm, lass das was bringen. Hui. Das ist hier spannend. Spannende Sache hier. Da waren es nur noch Drift-CP, die. Letztes Pokémon. Letztes Pokémon. Hui. Hui, hui, hui. Stromstoß soll sehr effektiv sein. Galoppa Faulenz, natürlich Faulenz Galoppa jetzt hier. Hui, vielleicht schaffen wir es doch bis zum Champ. Komm, Stromstoß. Galoppa Faulenz. Oh, ohne Hellböen. Man soll den Tag nicht vor dem Costoso loben. Komm, Stromstoß. Hau rein. Ja, nice. Nice. Dann haben wir sie besiegt. Haben wir die Zibeli besiegt. Haben wir doch die letzten zwei Top 4 Pokémon-Trainer besiegt. Puh. Was jetzt? Nee.
Nee, nicht dein Ernst. Ich habe das letzte Pokémon von ihr besiegt. Ist irgendwie jetzt kein kampfiger Pokémon mehr. Nee, ihr habt's gesehen, ich hab's auf Video. Das ist besiegt, der Kampf ist bestanden. Ey, so nicht spielen. Nein. Nee, komm schon, komm schon, och nee. Och, ich weiß doch, och nö. Ich hab die doch viel geschafft. Nein. Mir ins Gesicht. Ach du Schande. Ihr habt's gesehen, ich hab's geschafft. Ich wäre zum Champ gekommen. Wenn Galoppa jetzt noch überlebt hätte, ich hätte noch ein paar Beleber gehabt, ich hätte es noch schaffen können, das wäre... Es ist möglich, es wäre möglich gewesen. Letzte Speicher... Meine Nerven. Muss ich wohl offscreen machen und dann sehen wir uns im nächsten Part vielleicht beim Champ. Mit nur noch einem Galoppa. Und einem halbvollen Team. Och komm. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Unfair. Das ist unfair, Spiel. Was machst du mit mir? Jo, ich würde sagen, man sieht sich im nächsten Part. Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst auch ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag gehabt. Euch wohl und haut drinne. Alles in Ordnung, Brian. Setz dich, nimm dir einen Keks, mach es dir schön bequem. Man sieht sich. Ciao, ciao.